Willkommen zurück hier im Badezimmer in Super Mario Galaxy. Und ja, wir haben eine neue Welt freigeschaltet. Die wir mit 12 Sternen brauchen, 16 haben wir zum Glück, nachdem wir das letzte Mal in einer etwas längeren Folge die Sternstaub-Galaxie fertig gemacht haben. Kommen wir nun zum Kampffelsen, beziehungsweise zur Kampffelsen-Galaxie. Oder wollen wir doch erst den Testball machen? Dann machen wir mal den Testball. Ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Das ist ein Stern nur. Dann müssen wir den Ball von A nach B bringen. Wundersame Reise des Sternenballs. Okay. Dann, here we go. Okay. Ja, ist so ein Parcours-Ding. Wir müssen da oben hin. Okay. Zur Windkraftenergie. Hey, hey, wenn du auf den Sternenball steigst, willst, dann hör genau zu, was Schildhilf dir zu sagen hat. Schildhilf? Really? Okay. Also, spring auf den Sternenball. Spring auf den Sternenball. Gut, du bist drauf, dann halt die Fernbedienung gerade nach oben, mache ich. Ja, das ist die grundlegende Haltung. Okay. Aus dieser Grundhaltung neige die Fernbedienung, um den Sternenball rollen zu lassen und ihn zu bewegen. Mit A springst du. Wenn dir jemand im Weg ist, überroll ihn einfach. Nun, Erfahrung ist, ist der beste Lehrmeister. Probier es mal bis zum Ziel zu rollen. Ah, okay. Okay. Ja, raus will ich vielleicht nicht. Wow, okay. Muss er dann doch ein bisschen aufpassen, ne? Okay, sorry Mario. Okay, da gibt es irgendwelche Münzen zu sammeln. Wenn ich über die Koopas fahre, ist das Problem, dass ich so hüpfe. Na. Jetzt möchte ich bloß mal gucken. Gut, das ist ein Leben. Das ist jetzt eigentlich nicht so wild. Ich möchte bloß mal schauen, ob ich hier noch irgendwas verpasst habe. Von diesen großen Münzen hier was war? Nee. Ha, veralbert. Aber jetzt aber. Draufspringen ist fast besser. Als drüber rollen. Natürlich gehe ich jetzt mal wieder den langen Weg, oder den schwereren Weg. Das Leben ist mir jetzt recht wurscht. Ohuhu! Uiuiui, da ist eine Sternmünze. Eine Fragezeichenmünze. Ich finde aber die Steuerung sehr präzise. So. Ein Opfer bringen wir noch. Oh. So. Und wir sind da, oder? Und wir haben erfolgreich gegolft. Sehr schön. Ja, doch, das war's Ziel. Für die Windkraftenergie. Sehr schön. Ja, cooler Anfang. Stern erhalten. Sehr schön. Ein cooler Anfang. Jetzt kann ich die Fernbedienung auch wieder gerade halten. Diese Galaxie auch abgeschlossen. Ein Traum jedes Golfers. Galaxie komplett. Sehr schön. Speichern. Okay. Und dann können wir gleich mal in die Galaxie von gerade eben. Die ist noch zu weit weg. Auf zum... Könnt sogar die Bowser-Galaxie schon mal... Ah, die machen wir wie immer zum Schluss. Schauen wir mal, was der Kampffelsen so bereit hält. Sieht bis jetzt am bedrohlichsten aus von allen Welten, aber
Naja, bis jetzt war es alles noch keine große Herausforderung. Riesenfestung aufgetaucht. Sag Sachen. Fast wie der Todesstern. Nur, dass das hier ein bisschen mehr nach Planet ausschaut. Ist es ein Planet? Nein, das ist eine Kampfstation. It's a crap. Ja, ist wieder so eine Münze. Okay. Kann man die Münzen bringen? Ah, okay, sitzen eures Münzen frei. Komm schon. Ja, dann halt, nicht. Ja. Plus Münzen. Jetzt plus das ist. Okay, eine brauchen wir noch. Eine Zacke. Aua. Ah, okay. Ich will das zumindest keinen Schaden machen. Ich soll mich bloß zurückdrängen. Okay, ich habe so gebraucht, um an den Stern zu kommen. Okay, ein Katapult. Das hier drehen. Schraube ist drin, auch fest genug. Okay, fliegen hier im toten Winkel. Hoffe ich mal zumindest. Okay. Mach ich gleich mal lieber aus. Mal ducken bitte, dankeschön. Okay, man könnte sogar unten rum durchschleichen, aber dann wäre es ja langweilig. Und jetzt muss ich mal kurz unten rum. Wieder hoch. Mein Gott. Okay, die Münzen machen Mini-Ereignisse. Jetzt sehe ich es erst. Sehr schön. Ich habe schon in der letzten Folge gesehen, dass mir eigentlich diese tricky Passagen ganz gut liegen dann, ne? Sonst irgendwie ein bisschen schwache Leistung oder so. Und da muss ich irgendwie anders ran. Aua. Ist noch mal geöffnet. Da muss ja irgendwas geöffnet werden. Ja, komm. Ich hasse es, wenn es immer so nee, tut nix. Außer im Weg sein. Schade. Kriege ich dieses Ding noch mal auf hier? Wahrscheinlich noch gar nicht, aber hier drüben, wenn ich anfange. Nee. Ich check grad gar nicht, was das Spiel von mir ist. Schade eigentlich. Kapiere ich jetzt gerade was nicht? Ah, now I gotcha. Der andere fliegt noch irgendwo herum. Hallo. So war das Ding, genau. Das hat mir auch im Bowser Junior Level. Das ist übrigens der Unterschied zwischen Baby Bowser und Bowser Junior.
Baby Bowser hat keinen Latz um und ist der, der bei den ganzen Yoshi-Spielen vorkommt. Bowser Jr. ist der. Der ist Lätzchen anhat. Weil Yoshi ist immer. Also, wenn Yoshi spielt. Also, die Yoshi-Spiele sind immer. Als Mario und Bowser noch klein sind. Ja, hallo. Kommen sie da raus? Ja, super, jetzt müssen wir denen da runtergehen, oder was? Hallo. So. Sehr schön, um ist das Leben. Sehr gut, dann haben wir doch den ersten Stern hier auch schon mal geholt. Nicht kollidieren, nicht kollidieren. Ah, ihr. Das ist auch nicht gerade die klügsten. Reicht, wenn einer folgt, ja. Komm her. Nein, Mist. War jetzt selber schuld. Come on, baby, one more time. Sehr schön. Da unten war nichts zu befreien, ne? Nee. War jetzt nichts mehr hier, ne? Außer der Tod. Nee, das sind bloß Hindernisse. Ich habe die Kugel wirklich viel zu spät bemerkt. Aber wir haben den ersten Stern jetzt hier nicht mehr geholt. Wahoo! Aber es ging jetzt eigentlich, ne? War halt mehr ein Hindernisparcours. Bin ja ganz gut klargekommen. Ja, 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 ja. Schon mal 18 Sterne. Ich glaube, es gibt wieder 120, ne? Wie es Mario typisch damals war. Neue Galaxie, sehr schön. Mal speichern natürlich. Ja, stimmt, wir haben noch einen großen Luma außerhalb. Den machen wir noch. Jetzt schauen wir, machen wir dann noch. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier der Kampffest-Galaxie zurechtkommen. Na, die andere, die machen wir dann noch. Wenn es dann soweit ist. Was haben wir hier? Schleich dich in die Riesenfestung. Okay, dann stealthen wir uns mal rein hier. Schauen wir, dass uns keiner erwischt. Okay. Da müssen wir rein, hä? Ja. Okay, okay, okay. Man sollte vielleicht nicht daneben stehen. Komm schon. Sehr gut. Schon mal ein paar von denen holen. Okay, jetzt müssen wir uns wenigstens rumsig genug, also rumsig, stark genug. Aus etwas Entfernung. Schaden zu machen. Sehr schön. Und rein da. Oh, was ist das denn? Kugelhunde. Kettenhunde, Entschuldigung. Kugelhunde. Hilfe. Da ist wieder ein fräßiger Luma. Lalalala, hey du da. Hattest du... Ach, hab ich. Ganz viel davon will ich essen. Komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Ja, wie viele? Wandle ich mich. Okay, ich glaube 17 oder so habe ich. Yes. Okay. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob die mich verfolgen, ne? Folgst du mir? Da kann ich dich stoßen. Ich will halt da jetzt auch nicht gegen einen rennen, ne? Aua. Genau, because of that. Because it hurts. Na, okay, wie komme ich jetzt an den ran? Ich
brauche den Stern, um weiterzukommen. Ja, nicht nur bellen, sondern auch mal herkommen. Es geht. Das ist der andere Luma, ja, ja. Warte mal, kann ich da auf einen drauf springen? Müssen wir mal ausprobieren. Nee, drückt es mich immer so ein bisschen weg. Hilfe! Ja, ich hätte es auch gern anders. Okay, wie komme ich jetzt hier weiter? Ah, okay. Ah, selbst die Kinder kann man zerstören. Ja, ist sehr gut. Das ist natürlich weiß. Wo ist die Station schon wieder? Wo ist denn das Bombending schon wieder? Total verplant. Wo soll denn das... Ich hab's nicht gesehen, ne? Ey, ich hab's durch Zufall irgendwie entdeckt. Muss ich ehrlich sagen. Ah, da. Cool, ne? Nehmen wir uns den Powerstern. Noch einer? Ne. Haben wir alle zerstört? Sehr gut. Können wir die erstmal füttern? Sehr schön. Das war's, mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Ist wirklich Verwandlung, nicht Verwandlung? Oh no. Was haben wir jetzt hier wieder? Ein neuer Planet wurde geboren. Okay. Vielleicht trotzdem mal den anderen noch. Jetzt auf dem roten drauf gehen, genau. Auf The Red Bobble. Sehr schön. Danke, hier, das ist für dich. Verwandlung. Okay, das eine ist der Hauptstern, das andere nicht. Wollen wir erstmal zum Hauptstern? Ja, machen wir erstmal die Hauptaufgabe. Sollen sie ja hier reinschleichen, dann machen wir das auch erstmal. Das sind Pilze. Im Minenfeld. Oh, 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 oh. Nein, genau deswegen. Ah, okay, komm doch. Ich kann euch abschießen. Es hat davor eine Möglichkeit gegeben. Nee. Oder auch nicht. Ich will das Leben irgendwie haben. Naja. Oder auch nicht. Ist ja nur. One life. So, mein Leben ist jetzt nicht so wichtig. Wir halten ja immer wieder mal auch Leben, also daher. Das ist ein Block. Sehr schön. Da ist nochmal einer. Ein paar Münzen, sehr gut. Hier ist noch
eine Röhre. Darf ich da noch schauen? Ah, nein! Ah, verdammt. Schnell muss ich da rein und die schießen jetzt darüber. Auch nicht, was auch immer das Ding da geöffnet hätte. Das war Timing. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay. Ah. Ja, okay, die Explosion. Ha! Sehr schön. Die Explosion lässt sich nicht durch den Sternenkontakt erweitern. Oder halt, was ist erweitern? Beschleunigen, so. Nein! Ah, zu spät. Die Ding, die Kanone sieht ein bisschen aus, wäre es aus Donkey Kong raus. Was auch immer wir gemacht haben, es scheint Schaden gemacht zu haben, oder? Da ist der. Jetzt schau erstmal, was hier abgeht. Okay, da ist ein Leben. Und da ist die nächste Kanone. Okay. Huhuhuhu. Na genau, das wollte ich jetzt nicht. Aua! Au! Ja, das war dumm. Ich weiß schon, warum es hier ein Leben gibt. Das war jetzt sehr, sehr dumm von mir. Ah ja. Ich darf nicht so unvorsichtig sein. Ohne den komme ich gut rüber. Sehr schön. Noch eine Kanone. Holen wir uns noch das Leben, hätte ich gesagt. Das kriegt man jetzt einen Tick einfacher. Na? Oder auch nicht. Na, lass mal's. Bevor ich jetzt sterbe wegen dem Leben. Ach ja. Sehr schön. Ah, den Stern hier auch noch geholt. Stern erhalten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ach ja. Oh. Sehr gut. Speichern, okay. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns noch die dritte Mission an. Beziehungsweise, wir haben noch einen Stern hier über. Jetzt schauen wir mal, werden wir kommen. Aber ich würde gerne nochmal Mission 2 machen, wegen dem Luma. Die Bedrohung. Machen wir nochmal das, da war der Luma mit der neuen Welt. Lass uns nochmal dahin fliegen. Wir wissen ja, wie der Hase jetzt hier läuft. Ja, geh weg. So. Das ist alles eingesammelt. Sehr schön. Sollte jetzt dann Bums machen. Ah, nein, nicht weit genug. Dann
ist das so. Ah, hier ist nichts mehr. Sehr schön. Sehr gut. Haben wir gleich mal die 30 voll. Hier ist nichts mehr. Okay. Okay, sehr schön. Jetzt weiß ich ja, dass auf dem grünen Punkt, was ich jetzt vorhin echt nicht gesehen habe. Beziehungsweise mal, ah, da ist die Luma sogar noch aktiv, sehr gut. Lass mal dahin fliegen. Sehen wir, das ist. Okay. Weltraumputze. Den irgendwie besiegen? Das ist eine Sackgasse. Du bist in der Mülldeponie. Aber wer? Jemand hat hier nicht brennbaren Müll hingeworfen. Wenn ich dir die Mittel gebe, machst du dann hier sauber? Na klar doch. Oh, danke, danke. 3 Sekunden, bist du denn bescheuert? Kriegt er beim Saubermachen immer ein Zeitlimit? Sind wir hier auf der Arbeit oder was? Ach komm! Nein, nein, du musst es schneller machen. Ja, ja, komm. Hier. Ey, ich hätte es halt geschafft, ne? Ich hätte halt sowas von geschafft. Aber okay. 1, go! Yes, sollte jetzt sein. Na, doch nicht, shit. Ah, come on. Wieder wegen 2 Haufen am Ende. Komm, ich würde es jetzt schaffen. Muss bloß besser werfen. Das schaffen wir jetzt noch. Ja, Mist. Nicht gut geworfen. Nee, es reicht wieder nicht. Der erste Versuch war immer noch der beste, ne? Ey, 10 Sekunden mehr und ich hätte es vorhin echt geschafft. Oder 5. Ja, komm, ich will es jetzt packen, hey. Na klar doch. Gibt es bestimmt einen Stern dafür oder irgendwas anderes Cooles. Los jetzt. Ja, da wird wieder irgendwas liegen. Das Geheimnis ist eher auf die Punkte werfen, ne? Explodier halt! Oh, okay. Aber auf die Punkte werfen ist das Geheimnis. Na klar doch. Gib mir einfach mehr Zeit, hey. Vor allem, dass der immer mehr Schrott hinwirft. Kommt man auf die Idee, da immer mehr Schrott hinzuwerfen. Also hier so rein, genau. Hier so rein. Ah, Mist. Ja, das Problem ist einfach, dass... Oh, ja, das kann nicht klappen.
Komm schon. Es explodiert ja wieder nicht. Oh, come on. Mist. Noch da, oder? Yes! Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Jetzt ist es schön sauber. Ich bin die Welt rumputze. Übrigens, das hier habe ich gefunden. Nimm das doch mal. Stern, sehr gut. Ich möchte trotzdem noch in die Röhre reingucken. In die Röhre gucken. Vielen Dank, du hast mir echt geholfen. Ah, die Nieten sind echt eine gute... Ach so, hier komme ich wieder raus. Nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher nur, Alter. Hätte man vorhin da weitermachen können? Das sehen wir ja gleich. Hauptsache mein Stern ist noch da. Sehr gut. Puh. Hat dann doch beim 5., 6. Mal geklappt. Ich habe schon gedacht, ich schneide jetzt, ne? Aber hat doch gut funktioniert. Sterne erhalten. Sehr gut. Na, guck mal, schmeißt's raus, ne? Ja. Natürlich schmeißt es mich raus. Juhu. Mülldeponie, eine Münze. Aber Moment, 30. Den Dingern speichern? Natürlich. Sehr gut. Und damit wären wir auch fertig für heute. Die Festung machen wir dann das nächste Mal fertig. Wir können es halt, wenn wir einen kleinen Überblick schaffen. Also, hier ist noch eine Festung, genau. Das haben wir fertig, das haben wir fertig. Dann kommt hier diese Galaxie. Wahrscheinlich der Endkampf und vielleicht noch das, was der große Luma draußen vorhat. Schauen wir mal. Hui. Yay. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass einen dicken Daumen nach oben da. Ein Abo natürlich, wenn du auch nichts mehr verpassen willst von Mario seinen Abenteuern. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Servus und... Fitti. Tschüss.